Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zum Rendite-Mobs-Kanal, eurem Kanal für finanzielle Bildung. Und heute möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen und anhand eines, ich glaube, für uns sehr plastischen Beispieles erklären, was bei mir zumindest in der Definition der Unterschied ist zwischen meiner langfristigen Strategie im großen Depot und taktischen Entscheidungen. Und ich habe mir dazu unser aller Liebling, die Shell-Aktie, ausgesucht, weil ich glaube, daran kann man es relativ gut bemessen. Und lasst euch nicht irritieren von der Werbung, die hier von Finanzen.net eingespielt wird. Ich habe jetzt hier kein Premium-Account und natürlich gucke ich immer nach Lego. Dementsprechend habe ich jetzt hier gerade eine Einblendung von MyToys mit Lego. Naja, wie dem auch sei, lasst uns zum eigentlichen Thema zurückkommen. Worum geht es mir? Ich habe es ja schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, dass ich im großen Depot vor allem eine Strategie fahre, die wie folgt aussieht. Es gibt ja weltweit sozusagen die Einteilung nach 11 verschiedenen Branchen: Versorger, Energie, dann gibt es IT, Kommunikation, ihr wisst, was ich meine, Versicherungen, Banken und so weiter und so fort. Also hatte ich mich hingesetzt und nach einer Weile, das ist eine Sache, die natürlich auch nicht sofort in Stein zementiert ist, sondern die anhand der eigenen Präferenzen sich mit der Zeit rausbildet, und das soll auch keine Anlageempfehlung oder Kaufempfehlung sein, sondern nur, wie ich es mache, habe ich mich dazu entschlossen, anhand dieser 11 Branchen jeweils erst einmal zwei Aktien rauszusuchen, das heißt also 22 Aktien, und die mit bis zu 5.000 Euro jeweils zu befüllen. So, dementsprechend habe ich dann eine Gewichtung von ja, etwas unter 5% pro Aktie. Heißt im Umkehrschluss, wenn eine Aktie um 100% steigt, dann wird mein ganzes Depot, wenn alle anderen Aktien plus minus null sind, sozusagen um, ist jetzt mathematisch nicht ganz korrekt, aber 5% ungefähr steigen. Ich nehme damit in Kauf, dass ich natürlich keine riesigen Kurssprünge mache, selbst wenn ich einen Verdoppler drinne habe. Aber dieses Depot soll ja vor allem auch Ruhe reinbringen, Dividenden reinbringen. Natürlich gucke ich nicht nur auf Dividenden, sondern eben auf die Gesamtrendite, die erwirtschaftet wird. Habe aber auch einige Aktien drinne, wo ich mir in der Zukunft viel verspreche, wo durchaus ein Tenbagger vielleicht noch drin ist, aber eben auch solche Sachen, die höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr unbedingt Richtung Tenbagger gehen. Und das ist zum Beispiel eine Shell-Aktie, wo ich persönlich der Meinung bin, dass wir hier nicht noch einen Tenbagger oder einen Multibagger, wie auch immer, sehen werden. Nun habe ich diese Strategie ausgeklügelt und bin so langsam an dem Punkt, dass ich jetzt sozusagen diesen Schritt erreicht habe. Nun ist der nächste Schritt zu sagen, ich möchte drei Positionen pro Branche haben. Das heißt also, wir sinken jetzt auf einen Wert von knapp über 3%, die in einer Aktie nur noch anteilig sozusagen ausmacht. Dementsprechend natürlich Gewinn und Verlust trägt eine Aktie dann dementsprechend auch nur dazu bei. Und das ist dann für mich so ein Level, wo ich sage, hey, okay, dann das ist jetzt. Ich habe noch unter 200.000 investiert, 33 Aktien. Das ist so das, was ich, womit ich mich wohlfühle, was ich sozusagen stemmen kann, auch zu tracken. Ja, also es ist ja auch immer eine Sache, da ich meine, 22 oder 33 Aktien, das ist schon eine Menge. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch gucken, dass zwar auf der einen Seite natürlich der Spaß da ist, sich das alles anzugucken und sich damit zu beschäftigen. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer wieder das Gucken, wie läuft es gegen einen normalen ETF von der Performance. Klar, irgendwann ist natürlich Spaß hin oder her, wollen wir natürlich nicht unbedingt extrem underperformen, gerade wenn die Inflation an unseren Erträgen auch noch knabbert und der Werthaltigkeit des Geldes. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, okay, wenn ich dann irgendwann größer werde, dann muss ich natürlich das unterbringen. Dementsprechend habe ich jetzt gesagt, als nächste Kenngröße, dass ich sozusagen jeden einzelnen Wert auf 7.500 aufstocke. So, das ist die Strategie erstmal. Und ich weiß, das werde ich nicht morgen und übermorgen erreichen. Dementsprechend muss ich diese Strategie auch erstmal nicht anpassen. Jetzt ist es so, dass wir zum taktischen Teil kommen. Und ich habe während der Corona-Krise damit begonnen,
Aktien von Shell zu kaufen, habe teilweise wieder verkauft, dann wieder gekauft und habe so einen ungefähren Wert sozusagen von 13 Euro Einkaufskurs. Dementsprechend, wir sind jetzt bei 23 Euro. 26 Euro wäre sozusagen der Verdoppler, ja, vor Steuern natürlich. Und ich habe jetzt schon begonnen, einen Teil wieder zu verkaufen. Aber warum mache ich das? Habe ich doch da eine extreme Dividende und ja, auch eine große Kurssteigerung. Nun ja, da kommen wir zum taktischen Teil. Auf der einen Seite hat dieser Wert mittlerweile aus strategischen Gesichtspunkten die 7.500 schon überschritten. Wir sind oder waren in der Spitze fast bei 15.000. Ich habe jetzt schon ein bisschen abgebaut, sind jetzt irgendwie bei 11.000, 12.000 Euro. Das ist der strategische Teil, aber darauf möchte ich gar nicht eingehen, sondern den taktischen Teil. Und da ist es eben so, dass ich mir überlege, okay, ist das jetzt ein Unternehmen, ist das jetzt eine Aktie, wo ich glaube, dass ich unabhängig jetzt oder Dividenden einmal eingerechnet, aber eben auch Kurssteigerung jetzt noch große Sprünge über die Dividenden hinaus mache. Und da muss ich ganz klar sagen, nein. Ich habe jetzt mal hier den Chart aufgerufen und wir sehen, dass wir ja um 2000, 2001, das muss jetzt nicht komplett akkurat sein, aber es ist wichtig, einfach nur, dass ihr versteht, worauf ich hinaus wollte. Waren wir ungefähr bei 35 Euro, dann hatten wir immer so, sind wir immer so an der 30-Euro-Marke abgeprallt und dann runtergelaufen, teilweise eben bis 15 Euro und dann eben bis 10 Euro jetzt während der Corona-Krise. Und jetzt sehen wir eben auch wieder die Erholung auf, ich glaube, in der Spitze waren wir knapp unter 25 Euro, 24,60 oder so. Und das ist natürlich im nicht kompletten Gleichschritt. Logischerweise, Shell ist ja auch bei Gas zum Beispiel aktiv, aber man kann sich da auch die Ölpreisentwicklung nehmen. Und leider kann ich das hier bei Finanzen nicht immer nur Rohstoffe übereinander legen und Aktien übereinander legen. Zumindest habe ich was anderes nicht entdeckt. Aber wenn wir das mal so vergleichen, sehen wir, dass natürlich da ein gewisser Gleichlauf geht. Das ist natürlich nicht 1 zu 1, das liegt einfach daran, das werden wir jetzt auch sehen bei den nächsten Shell-Zahlen, dass natürlich ein Unternehmen wie Shell und andere sich natürlich mit Ölkontrakten absichern, eben damit die Preise, wir hatten ja auch mal 0 oder minus Euro, was Öl angeht, also man hat uns sozusagen Geld gegeben dafür, dass wir Öl abnehmen zeitweise, man kann sich es kaum noch vorstellen, so lange ist es aber gar nicht her. Und Shell macht dann sozusagen Kontrakte in die Zukunft, wo sie sagen, okay, das ist der feste Wert und dazu kaufen wir und verkaufen wir Öl und halten uns an diesen Preis. Und dementsprechend wird natürlich die fetten Monate und Quartale bei Shell noch erst kommen, weil natürlich stufenweise der Ölpreis, also die Steigerung des Ölpreises dann sozusagen nachträglich dann in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung bei Shell auftaucht. Und wenn der Ölpreis dann auch wieder anfängt zu sinken, wird es auch erst eine Zeit dauern, bis eben die Erträge wieder sinken. Nichtsdestotrotz glaube ich, Shell macht eine Transformation durch und wird natürlich noch lange über die Ölpreise, gestiegenen Ölpreise profitieren und Gaspreise. Auf der anderen Seite werden sie natürlich auch Kosten haben, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube nicht, also Shell wird noch ordentlich Geld damit verdienen. Aber die Frage, die sich natürlich jetzt mir stellt, ist, wenn Shell in einem Transformationsprozess drin ist und wir jetzt den Peak von Öl gesehen haben, was man auf der anderen Seite natürlich auch hoffen kann, weil wenn der Krieg hoffentlich bald endet und zumindest aus finanzieller Sicht nur gesehen, ja, oder wirtschaftlicher Sicht, irgendwie auch noch durch einen Iran-Deal oder einen Venezuela-Deal oder eben eine Ausweitung der Ölförderung oder eben auch eine Ausweitung der erneuerbaren Energie und immer weniger Bedarf an Öl, kann es natürlich auch dazu kommen, dass der Ölpreis dann wieder sinkt und dementsprechend die Gewinne auch von Shell wieder niedriger sind und dementsprechend die Dividende auch bezahlt werden kann, aber der Kurs jetzt nicht mehr extrem hochgehen kann. Also ich habe immer schon geguckt und wir tingeln oder tänzeln sozusagen die letzten paar Monate auch immer so in dieser Range zwischen 22, mal 21 und mal
zwischen 21 und 25 Euro. Und ich persönlich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt noch weit ausbrechen. Vielleicht sehen wir mal den Peak von 30 Euro. Ich glaube aber nicht, dass wir jetzt sozusagen noch langfristig über die 30 Euro gehen und da bleiben. Und dementsprechend für mich sehe ich dann sozusagen, okay, ich habe jetzt hier maximal vielleicht 100% aus der Kursrendite sozusagen mitnehmen können und laufe eigentlich nur noch die Gefahr, dass das weniger wird. Gleichzeitig wird die Dividende natürlich höher, aber ich habe auch hier geguckt und selbst wenn wir mal davon ausgehen, dass die Dividende wieder zu alten Höhen kommt, sind wir da oder bin ich dann vielleicht bei einer Dividendenrendite von 10%, ja, und oder 12% oder anders ausgedrückt, nach Steuern müsste ich eben 15 Jahre die Aktie halten, damit ich sozusagen den Aktienkurs raus habe. Nee, falsch, das war jetzt falsch gesagt. Also wenn ich 10% habe, ja, nee, war doch richtig, weil ich bin ja bei 13 Euro, also nach dem musste ich ungefähr 15 Jahre halten, bis ich mit den Dividenden den Aktienkurs habe, habe dann natürlich noch die Aktien, aber wenn ich davon ausgehe, dass ich keine Rendite mehr habe oder die Rendite über den Kurs sogar noch sinkt, muss ich natürlich immer mit alternativen Investments vergleichen. Und da ist natürlich die Frage, finde ich ein anderes Investment, wo ich 10% oder mehr Rendite bekomme, um eben die Gefahr rauszunehmen bei Shell, dass der Aktienkurs wieder etwas sinkt und damit natürlich beispielsweise der Aktienkurs sinkt auf Jahressicht um 2%. Ich kriege eine Dividendenrendite von 10%, habe ich aber eine effektive Rendite, wenn ich alles dann verkaufen würde, von 8%. So. Und dementsprechend habe ich mich dazu entschlossen, jetzt Teile von Shell zu verkaufen. Ich werde mich nicht komplett davon trennen, weil ich grundsätzlich davon überzeugt bin, aber werde jetzt, und dann kommen wir wieder auf die strategische Sicht, zu den 7.500 zurückgehen und das nutze ich bei allen Aktien dann immer, um diese Summe zu tänzeln sozusagen. Also wenn ich jetzt beispielsweise bis 7.500 verkaufe und jetzt geht der Kurs aber doch dann wieder auf beispielsweise 20 Euro zurück, dann würde ich wieder aufstocken, so dass ich wieder 7.500 als finale Größe habe. Und wenn der Kurs dann wieder steigt und dementsprechend die 7.500 vielleicht wieder zu 9.000 werden, würde ich wieder was abbauen. Und so bewege ich mich immer von Strategie und Taktik um die Aktien rum. Komplett außen vor genommen natürlich die Thematik, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe eine Aktie, von der ich durch die Zahlen und von der Story nicht mehr überzeugt bin, dann müsst ihr natürlich da eine Exit-Strategie machen. Aber wir gehen jetzt anhand des Shell beispielsweise mal davon aus, dass ich grundsätzlich von der Thematik, von der Aktie überzeugt bin, nur eben mir die Positionsgröße zu groß geworden ist, beziehungsweise ich beim Kurs nicht mehr dieses Potenzial sehe. Und ich hoffe, ich konnte euch mal plastisch anhand des Beispiels der Shell-Aktie, ich glaube, das kann man daran ganz gut machen. Man hätte jetzt auch eine Facebook-Aktie oder dergleichen machen können, aber ich glaube, bei Shell ist das ganz gut, weil wir sehen hier diesen Korridor und ich glaube, ich persönlich bin eben nicht der Auffassung, egal was jetzt Analysten sagen oder auch nicht, dass wir jetzt hier langfristig großartig über die 25, 30 hinausbrechen. Wir haben ja jetzt die letzten Monate gesehen, der Ölpreis ist auf nie gekannte Höhen gegangen und gleichzeitig, wie gesagt, auch versetzt. Nichtsdestotrotz ist jetzt Shell nicht großartig ausgebrochen, weiter über die 25. Das kann sogar noch sein, die nächsten Monate. Wie gesagt, die Quartalzahlen sind immer ein bisschen versetzt. Man sichert sich ab mit Ölgeschäften. Dementsprechend kann auch der größere Gewinn noch bei Shell kommen. Nichtsdestotrotz glaube ich eben nicht, dass der Kurs jetzt wie an einer Schnur gezogen wieder hochgeht. Dafür ist es einfach ein zyklischer Wert. Und wenn ich dann eben ja, am Tiefpunkt fast gekauft habe und jetzt an meinem, denke ich, Höchstpunkt bin, warum dann nicht auch ein bisschen was mitnehmen und woanders investieren? Vielleicht einen Wert, von dem ich auch überzeugt bin, der aber ein bisschen ausgebombter ist. Oder auch mal einfach ja, ein bisschen Geld vom Tisch nehmen und in Warteposition bleiben. Momentan sind die Märkte ja doch relativ volatil. Von daher,
Ich hoffe, ich konnte es so ein bisschen erklären, wie da meine Strategie und meine Taktik ist. Danke für eure Aufmerksamkeit und falls ihr noch Fragen habt oder wie ihr es macht, bitte in die Kommentare, würde mich freuen. Bis dahin, euer Markus. Ciao.